Da hat einer sich gewaltig aufgeblasen. So, versammelt in der Paulskirche, weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren bürokratisch verklausuliert bei rechtsradikalen Schlägerkolonnen ihr Echo findet, weiß, die Interessen der Regierung Kohl-Kinkel vertritt und zudem nicht der in Deutschland latente Fremdenhass wie schmutziges Geschäft, dessen Regierung und ich schäme mich. Wir sind kein fremdenfreundliches Land, aber wir sind kein fremdenfeindliches Land.